I'll be damned. Must have come up the river during flood season and gotten stuck. Let's check it out, huh? Wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. Wusstet ihr, dass Nathan Drakes Persönlichkeit zum Teil auf Johnny Knoxville und Indiana Jones basiert? Wieder was gelernt. Hold on to this for me, will ya? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. What a warm and homey place. Eh? Ja, so komisch es auch klingen mag, aber gerade die Persönlichkeit des Hauptcharakters und die ganzen Charaktere selber sind die größten Stärken einer meiner allerliebsten Lieblingsspielereien, nämlich Uncharted. Und das war tatsächlich auch in Teil 1 schon so, da hat Naughty Dog aus dem Stand heraus direkt wirklich richtig coole Charaktere erschaffen. Aber dazu später mehr. Did you really think you could escape from what? Oh no, I just given the young lady the $10 tour. Shut it! In dem ersten Teil der mittlerweile recht erfolgreichen und beliebten Uncharted-Serie Drake's Fortune oder zu Deutsch Drake's Schicksal spielt er den Schatzsucher Nathan Drake. Der ist nach eigener Aussage der Nachfahre vom Seefahrer Sir Francis Drake. Deshalb begibt er sich mit der Reporterin Elena Fischer zusammen auf die Suche, um dessen Sarg aus dem Meer zu bergen. Das gelingt ihm auch, allerdings findet er in dem Sarg keine Leiche, sondern ein Tagebuch. Ein sehr wertvolles Tagebuch anscheinend, denn es enthält anscheinend Hinweise auf den Standort der mysteriösen goldenen Stadt El Dorado. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? You devil. What is it? Come on, hold it up. No way. Deal was for a coffin. That's it. Nach einer kleinen Auseinandersetzung mit der vorhin angesprochenen Reporterin macht sich Nathan Drake mit seinem besten Kumpel und Partner Victor Sullivan auf die Suche nach der goldenen Stadt im Amazonas. Allerdings finden sie schon relativ früh heraus, dass das ganze Mysterium von keiner goldenen Stadt handelt, sondern von einer sehr großen, goldenen, wertvollen Statue. Die allerdings schon vor mehreren hundert Jahren von den Spaniern gestohlen wurde. A gold statue. A huge gold statue. And look here, these people, they're worshiping the damn thing. At least, I think they're people. Zum Glück finden sie ein wenig später eine Karte, die den ungefähren Standort dieser Statue zu zeigen scheint, werden dort allerdings von rivalisierenden Verbrechern überrascht. Die nehmen ihn mal kurz an die Karte ab und Drake muss jetzt zusehen, dass er als erstes an die goldene Statue kommt. I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Kriegs Marine map have to do with El Dorado? What, you think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. Ihr merkt vielleicht, die Story ist okay, wenn man sie so hört. Sie ist aber auch nichts irgendwie Herausragendes, aber die Bezeichnung für Indiana Jones passt da ja eigentlich schon ganz gut und es ist auf jeden Fall ja eine gute Story, die wirklich für so einen Abenteuerfilm würdig wäre. Was aber, wie schon gesagt, das Spiel und die Reihe auch ganz besonders ausmacht, ist zum einen, wie die Story präsentiert wird, nämlich in sehr, sehr coolen Cutscenes, die es auch schon in Teil 1 gab. Und da merkt man auch, wie gut die Charaktere einfach geschrieben sind. Gerade der Hauptcharakter Nathan Drake, der ist einem von Minute 1 an sympathisch und man möchte einfach nur mit ihm ein Bier trinken gehen. Aber auch die anderen Charaktere, wie sein bester Kumpel Victor Sullivan und auch Elena Fischer, die Reporterin, wachsen einem direkt ans Herz. What's going on? Pirates. Pirates? Und man freut sich später einfach immer auf jede neue Cutscene mit denen und auf jede neue Interaktion, die die Charaktere miteinander haben.
Denn das ist auch was, was das Spiel so ein bisschen populär gemacht hat, und zwar, dass die Charaktere sich während des Gameplays auch weiterhin noch unterhalten und das nicht nur in Zwischensequenzen tun. Oh man, this is like trying to find a bride in a brothel. Was zu der tollen Präsentation verhilft, ist auch wieder die Sprachausgabe. Und ihr kennt mich ja mittlerweile vielleicht, ihr wisst vielleicht, dass ich die englische immer ein bisschen bevorzuge, beziehungsweise die Originalsprachausgabe eines Spiels. Und das ist auch in Uncharted nicht anders, denn hier ist sie auch wirklich, wirklich nah an der Perfektion, würde ich sagen. Nolan North, den man mittlerweile, glaube ich, ganz gut kennt, spricht hier Nathan Drake, und das ist einfach seine Rolle. Ich glaube, damit ist er den meisten auch wirklich bekannt geworden. Auch die anderen Sprecher, die verkörpern das so perfekt, und es wirkt nie irgendwie aufgesetzt, wenn sie sprechen, oder irgendwie blöd abgelesen oder unpassend. Es ist einfach alles aus einem Guss. Okay, it is a jump. Count to five. Let's pull the cord. How hard could that be? Ich muss allerdings auch eine Lanze für die deutsche Synchro brechen, wo ich ja normalerweise nie so der Fan von bin, aber auch hier gehört die deutsche Synchro der Uncharted-Spiele schon zu den, ja, zu den besseren, die wir jetzt hier so haben, denn die ist auch doch relativ professionell vertont, und man merkt schon, dass sie sich bemüht haben, dieses Flair und diesen Ton, der in der englischen Version halt zum Tragen kommt, auch in der deutschen rüberzubringen. Trotzdem werde ich nach wie vor die englische vorziehen, weil sie einfach ein bisschen authentischer ist und noch ein bisschen besser und professioneller rüberkommt. Aber das Spiel hat nicht nur dadurch damals ziemlich für Aufregung gesorgt, denn auch durch die Grafik. Das Spiel kam 2007 raus und war damals, glaube ich, so die Grafikreferenz, zumindest auf Konsolen. Und auch heute sieht es noch relativ schick aus. Das, was wir hier sehen, ist jetzt die Remastered-Version, die es in der Nathan Drake Collection gibt. Und die wurde natürlich noch ein wenig aufgehübscht. Da wurde sogar nochmal die Gesichter von den Figuren ein wenig überarbeitet, dass sie so ein bisschen ähnlicher den Gesichtern aus den anderen Teilen sich sehen. Aber auch ohne das Remaster war das Spiel damals einfach hübsch. Und es hatte auch hier immer noch so ein, zwei Momente, wo man einfach mal so stehen bleibt und die Umgebung bewundert. Die Umgebungen sind sowieso alle sehr schön gestaltet, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ihr verbringt den Großteil des Spiels auf verschiedenen Inseln und im Urwald und so weiter, aber das ist wirklich auch durch die Grafik und so recht schön dargestellt, und auch die ganze Levelstruktur, wie das eine ins andere übergreift, ist sehr cool gemacht. Beim Gameplay hingegen musste sich Uncharted damals schon ein bisschen was anhören, denn es wurde immer als so, ja, als Tomb Raider-Klon ein bisschen verschrien. Und wenn man jetzt ganz gemein sein will, kann man das auch so sehen und vielleicht auch sagen, dass Uncharted die Formel, die Tomb Raider populär gemacht hat, genommen und einfach ein bisschen perfektioniert hat. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Man kann sich ja ruhig an anderen Spielen orientieren, solange man es gut macht. Und das macht Uncharted auf jeden Fall. Denn wie gesagt, das Gameplay besteht hauptsächlich aus Erkunden, Klettern und Schießereien. Das Klettern funktioniert ganz gut, ihr könnt da relativ wenig falsch machen, es wird euch meistens immer ja genau gezeigt, wo ihr langklettern könnt. Es kann halt immer mal passieren, das ist, glaube ich, so ein Trademark der Serie, dass meistens das, woran ihr gerade hängt, abbricht. Das ist einfach jetzt mittlerweile so ein Uncharted-Ding geworden, was es in jedem Teil gibt und was das Ganze noch ein bisschen spannender machen soll. Das Problem, was ich bei dem Spiel hatte, ist allerdings, dass so ein bisschen die Steuerung von Drake, gerade wenn man irgendwo ja langspringen oder runterspringen will, ein bisschen schwammig ist, könnte man sagen, oder wenn man irgendwo gezielt runterklettern will, dass das nicht immer so geklappt hat. Das liegt vielleicht daran, dass sie damals schon versucht haben, die Animation relativ realistisch zu machen. Also ihr seht das vielleicht, wenn Drake so läuft. Das wirkt schon alles ein bisschen echter, weil er auch zwischendurch mal so ein bisschen stolpert und hier und da einfach mal nicht so elegant läuft, wie Videospielcharaktere das so an sich haben, dass sie immer mit der gleichen Animation einfach langlaufen. Und deswegen kommt es einem vielleicht ein bisschen vor, dass es ein bisschen schwammiger ist, weil er auch halt kein Superheld ist und megaweite Sprünge machen kann. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber es ist jetzt nicht so störend, dass es einem das Spiel kaputt macht. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, vielen Spielern das Spiel kaputt gemacht hat, ist hingegen das andere Gameplay-Element, nämlich die Shootouts. Uncharted ist ein Actionspiel und man bekommt es dort mit vielen, vielen Gegnern zu tun, und derer muss man sich halt mit verschiedenen Schusswaffen ernähren. Und da hat sich das Spiel, glaube ich, so ein bisschen an Gears of War angelehnt, was es ja so ein bisschen dieses Deckungsshooter relativ populär gemacht hat. Und darauf setzt auch Uncharted. Und auch das funktioniert nur so zum Teil. Also ich finde, das Deckungssystem im ersten Teil ist
ein bisschen fragwürdig noch, weil Drake noch nicht so wirklich perfekt in die Deckung huscht wie jetzt in den späteren Teilen, sondern so komisch manchmal dahin rollt oder einfach nicht so richtig in Deckung gehen will und so weiter. Es funktioniert aber ganz okay, also man kommt damit schon klar. Und auch das Shooter-Gameplay ist jetzt nicht schlecht, also es funktioniert ganz gut. Man hat mehrere Waffen, die man zur Verfügung hat und viele Waffen, die man auch findet. Die sind allerdings ein bisschen, ja, unausbalanciert, könnte man sagen. Also es gibt Waffen, die sind richtig gut. Zum Beispiel die Pistole ist mit einer der präzisesten Waffen, abgesehen jetzt vom Präzisionsgewehr natürlich. Dafür ist aber so eine Waffe wie die AK, die ja eigentlich auch relativ präzise ist, ziemlich nutzlos in Teil 1, muss man sagen. Und funktioniert, glaube ich, nicht so ganz so gut, wie eine AK eigentlich sein sollte. Das ist ein bisschen, ja, unausgegoren, wie schon gesagt. Das Problem bei diesen Shootouts ist allerdings, dass sie viel zu häufig in diesem Spiel vorkommen. Also ich finde, Uncharted 1 hat von allen Uncharted-Teilen die schlechteste Balance zwischen Erkundungen, Klettereien, vielleicht manchmal auch Rätseln und halt, wie gesagt, den Shootouts, weil die nehmen hier wirklich Überhand. Also es kommt manchmal vor, dass ihr einen minutenlangen Shootout hinter euch habt, dann dürft ihr vielleicht 2 Minuten klettern und dann stehen aber schon die nächsten Gegner da. Oder die Shootouts dauern teilweise viel zu lang, weil immer neue Gegnerwellen kommen und irgendwann hat man tatsächlich da die Schnauze voll. Und das kann ich auch keinem übel nehmen, wenn er das sagt, weil es ist halt nun mal so. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der viele Spieler dazu bringt, ja, das Spiel vorzeitig zu beenden oder einfach keinen Bock mehr drauf zu haben. Und das ist halt schade, weil alles drumherum einfach so gut ist. Wie gesagt, halt die Spielwelt oder auch die Inszenierung und die Charaktere an sich. Und das ist dann schade, wenn man das wegen sowas verpasst. Cielano! Chepatan! Bukapinto! Ah, Tai! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Man kann sich allerdings nicht nur mit Schusswaffen der Gegner erwehren, sondern es gibt auch so, ja, einen kleinen Nahkampf, den man anwenden kann. Der funktioniert auch relativ simpel, meistens nur mit einer Taste. Es gibt allerdings auch eine sogenannte Brachial-Kombo, die aus 2 Tasten besteht, womit ihr Gegner dann schneller niederschlagen könnt und ihr dadurch als Belohnung dann auch doppelt Munition von ihnen bekommt. Das ist auch so ein Ding, was ich nie verstanden habe bei Uncharted, warum man jede Munition, die die Gegner fallen lässt, manuell aufheben muss. Also es ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass man einfach drüber läuft und man hat die Munition. Nein, man muss wirklich jede Munition einzeln aufheben. Es gibt vielleicht irgendeinen Grund, der mir nicht bekannt ist dafür. Ich habe es aber bis heute nicht verstanden und ich weiß auch nicht, warum sie es bis heute in ihren Spielen drin haben. Drake kann auch allerdings nur 2 Waffen mit sich nehmen. Also er ist kein Terminator, der irgendwie, weiß ich nicht, einen ganzen Haufen Waffen rumschleppen kann, dann nebenbei noch so einen Raketenwerfer auf der Schulter hat oder so. Nein, er kann nur 2 tragen. Das ist immer eine kleine Handfeuerwaffe und halt eine etwas größere Waffe. Und dazu halt noch Granaten, die man werfen kann. Was aber auch, glaube ich, ausreicht, um die Gegner zu bekämpfen. Das Trefferfeedback der einzelnen Waffen, also zumindest von denen gesprochen, die nicht irgendwie so verkorkst sind wie die AK, ist auch ganz gut gelungen. Ich finde allerdings, dass die Animation der Gegner, wenn sie umfallen, ein bisschen cartoon-mäßig ist. Also manchmal machen die wirklich richtige Saltos, wenn sie getroffen werden oder fliegen meterweit weg oder überschlagen sich in der Luft nochmal. Und das ist zu dem ganzen Realismus, den Naughty Dog versucht hat, da reinzubringen mit ihren Animationen des Hauptcharakters und so weiter, passt das irgendwie nicht. Das wirkt irgendwie fehl am Platz, könnte man sagen. Das Gameplay wird allerdings ab und zu auch mal ein bisschen aufgelockert, indem es ein paar, ja, Fahrpassagen zum Beispiel gibt. Einmal sitzt man an Bord eines Jeeps und muss dort als Bordschütze fungieren, was auch wieder optisch sehr cool aussah, weil man da auch mal ein bisschen Zeit hat, auf die Umgebung zu achten und dann halt mit einem relativ mächtigen Geschütz Gegner bekämpfen darf. Zum anderen darf man aber auch hier und da mal so ein Gefährt alleine steuern und ja, das sorgt auch für ein bisschen Abwechslung. Das, was mich aber am meisten so an der Story und an dem ganzen Spiel von Uncharted gestört hat, das ist ein sehr persönlicher Grund. Es gibt andere Leute, die stehen da mega drauf. Mir geht's aber schon während der ganzen Reihe so ziemlich auf die Nerven. Und das ist, dass sie fast immer bis auf Teil 4 und Lost Legacy am Ende einen übernatürlichen Twist in die Story bringen. Also es passiert immer irgendwas Übernatürliches. Das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Schatzsucher-Gedöns und zu diesem Indiana Jones, was ja auch immer so ein bisschen ins Übernatürliche abdriftet. Ich finde immer, genau da sind die Spiele irgendwie am schwächsten. Bis dahin fand ich das alles ziemlich cool, auch von der Story und so, und hat mich interessiert, wie es weitergeht. Aber sobald dieser übernatürliche Twist kam, hat es bei mir irgendwie das Interesse verloren. Und das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein sehr persönlicher Grund. Es gibt andere Leute, die finden sowas geil und fahren da voll drauf ab. Es ist halt einfach nicht so wirklich mein Ding. Yeah, I'm afraid this
is as close as we're getting to El Dorado. Aber ansonsten war Uncharted Drakes Schicksal schon mal ein guter Auftakt für eine wirklich brillante Serie, die sich noch fortsetzt. Und nicht umsonst bin ich auch absoluter Fanboy dieser Serie geworden und freue mich seitdem immer auf alles Neue, was Naughty Dog so ankündigt, weil sie mich damit wirklich zum Fan gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist halt leider mit der, ja, ich würde schon sagen, so der schwächste Teil der Serie und auch der, wo man vielleicht nicht so gut Zugang findet durch halt die ganzen Shootouts, die wirklich Überhand nehmen irgendwann. Das ist schade, weil ich da immer Angst habe, dass dann Spieler, die die Serie neu entdecken, durch den ersten Teil so ein bisschen abgeschreckt werden und sich dann denken, okay, dann wenn es schon jetzt so ist, dann wird es in den nächsten Teilen bestimmt auch so sein. Aber so ist es halt nicht. Die nächsten Teile machen das halt in vielen Sachen besser. Und auch diese brachiale Inszenierung, die anderen Teile haben, wodurch man Uncharted jetzt mittlerweile kennt. Ich denke mal, die meisten sind mit Teil 2 eingestiegen damals. Die fehlt hier auch noch so ein bisschen. Also da gibt es nicht diese ganzen krassen Szenen, wie jetzt ein explodierender Zug, auf dem man ist, oder ein einstürzendes Hochhaus oder so. Das gibt's hier alles noch nicht. Das ist alles so ein bisschen geerdeter, könnte man schon fast sagen. Aber ja, mir macht es trotzdem Spaß, aber mir sind auch definitiv die Schwächen bewusst und davon hat es leider einige. Aber trotzdem macht das zu keinem schlechten Spiel. Ich kann Uncharted deswegen aber auch nur eine 7 von 10 geben. Und das ist aber eine sehr gute 7 von 10. Das ist auf jeden Fall ein guter Auftakt für eine brillante Serie. Ja, und da, wie angesprochen, Uncharted halt eine meiner Lieblingsserien ist, wenn nicht sogar meine Lieblingsspielserie überhaupt momentan, ist es natürlich auch logisch, dass ich dazu schon Let's Plays gemacht habe. So auch zu Teil 1. Das könnt ihr euch auch gerne angucken, wenn ihr noch mehr vom Spiel sehen wollt. Es ist allerdings nicht die Remastered-Version, die ich damals Let's Played habe, sondern die ursprüngliche PS3-Version. Und die Videoqualität ist auch da nicht so herausragend. Das war einfach noch so die Zeit, wo ich noch nicht wirklich in HD aufnehmen konnte und wo das alles noch so ein bisschen, ja, zweckmäßig war. Aber wenn ihr euch nochmal einen tieferen Einblick in das Spiel verschaffen wollt, dann könnt ihr da gerne reingucken. Manners, young man, this is just business. Looks like there's more to this treasure than we thought. Let's just keep that between us.